Ich habe den neuen Balea Beauty Expert Triple Effect Booster bereits viermal auf mein Gesicht aufgetragen und kann jetzt schon sagen, das mit uns wird nix. Der Booster ist so dermaßen klebrig, das geht auf keine Kuhhaut und zumindest auf meiner fettarmen Haut verschwindet diese Klebrigkeit absolut nicht. Das heißt, jedes Mal, wenn ich den abends aufgetragen habe, ich habe es auch mal morgens ausprobiert, war meine Haut ewig und 3 Tage klebrig. Ich bin frühs mit einem klebrigen Gesicht aufgewacht und ich glaube, das ist auch der Grund, warum meine Haut bereits nach 4 Anwendungen deutlich unruhiger geworden ist, obwohl ich gar nichts an meiner Routine umgestellt habe und einfach nur dieses Produkt integriert habe. Und da ich sowieso ein kleines bisschen skeptisch bin, was die Rezeptur, aber auch die Claims dieses Boosters angeht, würde ich euch empfehlen, falls ihr unbedingt Retinal ausprobieren möchtet, dass ihr euch beispielsweise das Produkt von Geek & Gorgeous anschaut oder aber auch das Serum von e.l.f. Cosmetics. Denn diese 2 Alternativen fühlen sich deutlich angenehmer auf der Haut an als der Booster von Balea.